Na gut, wir sollten eigentlich schlafen. Aber da ich mir nicht sicher bin, ob hier irgendwo noch was kommen kann an Gegnern, gucken wir uns erstmal um nach Schaltern und nach etwaigen Türen, die wir abschließen können. Aber das scheint schon die Etage gewesen zu sein. Jedenfalls dieser kleine Unterbereich. Oh ne, da geht's noch weiter. Ah, ist die Treppe hoch. Na gut, also können wir hier in Ruhe schlafen, ohne dass wir gestört werden. Außer es spawnt irgendwas, wovon ich mal nicht ausgehe. So, Stamina ist gleich voll. Zip. Und hoch da. Ein Schild der Elemente. Da gucken wir doch mal. Du kannst da rein. Was machst du? Du machst Ausweichen plus 10. Genauso viel das Veiler-Schild. Und dafür machst du 15 zu allen Resistenzen. Im Gegensatz zu 2 Stärke beim Veiler-Schild und 20 Feuerresistenz. Wobei Feuer, wie gesagt, von den Mönchen nicht besonders häufig benutzt wird. Also denke ich mal, dass ich auf das Schild hier wechsle. 2 Stärke, wie viel ist das? Wir haben 25. 2 Punkte macht also fast 10% der Stärke aus. Und unser Traggewicht würde runtergehen. Ah, ich gucke gerade hier, unsere Angriffskraft verändert sich um 1 Punkt. Unsere Tragkraft um 6 Kilo. Ja, ich glaube, ich bleibe aber trotzdem mal im Elementarschild. So. Also, wir haben jetzt 4 Heiltränke und eine Eisbombe eingetauscht gegen ein Schild, ein Heilkraut und 3 Eisbomben. Oh, ist okay. So, was haben wir da noch? Eigentlich sollte ich jetzt zur Rumpelkammer zurücklaufen, so überladen wie ich bin. Aber ich will nur noch ganz kurz mal hier reinschauen. Dieser typische Dungeon-Crawler-Effekt. Ich will nur noch eine Ecke gucken. Was ist denn da und da und dann in der nächsten Ecke und überhaupt? Und schon ist man 3-4 Stunden am Rechner. Ja, ja. So, oh, ein Schalter. Und das ist das Secret, was ich meinte, was hinter dem Kristall ist. Sehr schön. Feuerbolzen braucht man nicht. Aber die Kristall können wir mal klicken. Allein schon so des Quicksaves halber. Helm brauchen wir nicht. Sonst sind hier keine Schalter, dafür eine ominöse Tür mit einem Schlitz und diese 2 Symbole an den Seiten. Dich lösen wir mit einem heiligen Stein aus. Wow. Okay. Oh, das können wir benutzen, falls irgendwas hinter uns herläuft. Hihihihi. So. Komm her. Natürlich sind jetzt keine Gegner da. So, aber nichts übereilen. Erstmal Schalter suchen. Wie sich das für einen Dungeon Crawler gehört. Oder Abenteurer, besser gesagt. So. Wo sind wir? Da waren Schriftzüge an der Wand. Der Schrein und die Kavernen. Hier höre ich was krabbeln. Können wir einen von euch in die Falle locken? Obwohl diese schon viel zu weit weg ist. Hm? Oh, da war was. Oh, ein einzelner Grünling. Was machst du denn hier? Aber wo einer ist, werden noch mehr sein. Und nein, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Hier habe ich einmal sehr viel Zeit. Ogre? Ja, Ogre. Aber was ich gerade sagen wollte, hier habe ich mal sehr viel Zeit verbracht. Das ist nämlich eine recht große Höhle. Ja, wie das Schild schon gesagt hat, eine Kaverne halt. Und da gab es ein Rätsel mit den Säulen und Schaltern. Ich glaube, es waren 4 oder 5. Das hatte ich eigentlich auf Anhieb auch gelöst. Aber es gab keinen Soundeffekt. Ah. Aber es gab keinen Soundeffekt, den ich hören konnte. Also. Au. Also dachte ich, ich hätte es nicht gelöst. Und habe dann da 1, 2 Folgen weiter dran rumgerätselt. Das war schon recht ärgerlich. So, da ist noch ein Ogre, noch mehr Grünlinge. Das heißt, demnächst sollte ich doch mal einen praktischen Rückzug wagen. Komm schon.
Denn unsere Stamina geht aus und wir sind langsam. Und langsam. Oha! Und langsam in Kombination mit Ogre ist meistens Aua. Genau. Also weg hier, bevor der uns in den Rücken stürmt. Oh. Inzwischen müsste der Ogre nah genug dran sein. Genau, komm her. Und komm her. Jo. Wo war jetzt die Blitzfalle? Hier ist die Blitzfalle. Gut, komm her. Und jetzt... Ah, das wird viel zu schnell gehen. Ja, zweimal getroffen. Super. Dreimal. Oh, und hier haben wir einen schönen 2x2-Raum. Also das lief nicht ganz so, wie ich es geplant hatte. Eigentlich wollte ich auf der Platte so oft hin und her laufen, bis er tot ist. Das Problem ist halt nur dieses Anstürmen. Also in langen Strecken, der ist halt recht schnell durch. Und da hatten wir nicht genug Zeit dafür. Aber wir schaffen es anscheinend auch so. Obwohl wir überladen sind. So, komm schon. Muss doch bald mal umkippen. Nicht, wenn wir daneben hauen. Sehr schön. Nichts drunter. Und tada, gleich wieder voll. Na, ich liebe die blauen Kristalle. So. Jetzt würde ich aber doch ganz gerne mal... Na nü? Achso, da. Jetzt würde ich doch ganz gerne mal unser Zeug zwischenlagern. Also ich will jetzt nicht ganz zurücklaufen bis zur Rumpelkammer. Das würde ich dann ja offscreen wahrscheinlich machen. Sondern ich will einfach nur zum blauen Kristall von der anderen Seite. Und da unser Zeug hinschmeißen. Oder... Da geht's hoch. Ja, Treppe ist immer eine gute Stelle für sowas. So, und es wird schon wieder dunkel. Licht. So, was lassen wir hier? Die Wurfäxte. Das Wailer-Schild. Ja, komm, das wiegt viel zu viel. Dann noch die Wailer-Handschuhe, die Wailer-Hosen, die Wurfsterne, das Schwert hat eh nur noch eine Ladung. Die Giftbomben benutzen wir fast eh nicht, die Feuerbomben auch nicht. Die Schleimbälle eigentlich auch nicht und schon sieht das Ganze viel besser aus. Also, abgesehen davon, dass wir nur noch drei Heilkräuter haben. Dass wir nur noch zwei Heilkräuter haben, dass wir nur noch ein Heilkraut haben, dass wir gar keine Heilkräuter mehr haben. Grummel. So, Geschwindigkeitstrank. da war was, ne? Ja. Gegengift? Nein. Brauchten wir dafür etwa auch einen Heiltrank? Nein, brauchten wir nicht. Und es hat nur drei Versuche gedauert. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Davon können wir eigentlich gleich noch einen machen. So. Drei Geschwindigkeitstränke, drei Heiltränke. Und die Flasche kann da noch hin. Der Beutel ist leer, kann also auch hier bleiben. Und da ist noch ein bisschen Krimskrams drin. Schön, schön. So. Und schon können wir wieder Torum-mäßig durch die Gegend flitzen. Das heißt, wir flitzen hier wieder links lang. Und gehen gleich wieder in die Kaverne rein. Und räuchern die weiter aus. Obwohl wir jetzt ja schon zwei Ogre umgebracht haben und ein paar von den kleinen Grünlingen. Also allzu viel dürfte da nicht mehr sein. Bin falsch abgebogen. Ja, bin ich. Au, da war was, ne? Ja. Hier brauchen wir eins, zwei Schnörkelschlüssel. Die wird es bestimmt hier und da jeweils geben. Okay. Hallo, Ogre Nummer 3. Ciao, Ogre Nummer 3. Wo zur Hölle bist du? Oh. Da warst du. Dass du auf so kurze Distanz auch immer anstürmen musst.
war knapp. So, schon ein paar gute Treffer gelandet. So, kein Schlüssel dabei, schade. Die Tür lassen wir erstmal zu. So, und hier sind die Säulen. Und da die entsprechenden Schalter. Jetzt musste man die... Was zur Hölle? Obe Nummer 4? Ist das nicht ein wenig übertrieben? Ja. Na gut, hilft nichts. Au. Da bin ich mitten reingelaufen. Kann in die Zukunft gucken, der Oger. Haut einfach irgendwo hin und weiß genau, dass ich da reinlaufe. Komm schon. Das war genau das Gleiche. Ich bin noch nicht los. Ich bin gerade losgelaufen, hat er schon gehauen. Obwohl ich noch gar nicht auf dem Feld war. Der cheatet. Na gut. Hilft alles nichts. Oh, wir sind immer noch überladen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zurücklaufen. Ja. Na gut. Hilft nichts. Da war ich zu selbstsicher. Aber das mit diesem in die Waffe reinlaufen sah schon echt komisch aus. Vor allem, dass es gleich zweimal miteinander passiert ist. Also, sobald ich das Feld betreten hatte... Wo ist die Treppe? Da. Also sagen wir mal, das ist das Feld mit dem Oger. Ich stehe hier. Sobald ich jetzt losgehe, hat er schon angefangen zu schlagen. Also bei der Bewegung nach rechts. Ja, na gut. Will mich da nicht so rausreden. Passiert halt. Licht an. So. Also das Schild könnte hier bleiben. Das wollen wir in die Hand nehmen. Die Handschuhe können hier bleiben. Das, 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 das. Die sowieso. Und dann wollten wir noch Geschwindigkeitstränke brauchen. Kriege ich es jetzt vom ersten Mal hin? Ja. Ein Hoch auf das Kurzzeitgedächtnis. Es hat das Langzeitgedächtnis schon längst abgelöst. So. Heiltränke machen wir auch gleich mal. Das ist kein Heiltrank. So. Schön. Die könnten noch hier bleiben. Der Sack konnte noch hier bleiben. So. Jetzt geht's wieder darum. Gegen die Wand gelaufen. Nochmal gegen die Wand gelaufen. Heldenhaft ohne Ende. Aber es sieht ja keiner. Torum läuft ja schön alleine hier durch die Gegend. Und den heiligen Stein nehmen wir auch noch mit. Ja, es sind nur 32 Schaden oder so. Aber muss ja nicht sein. Also, wir haben jetzt zwei Oger noch vor uns, mindestens. Und ein Doppelpack Grünlinge. Die hatten wir ja vorhin umgebracht. So. Das Doppelpack hat sich anscheinend aufgelöst. Oh. Oh, das war ein Doppelpack und ein Einzelner. Die sollten auch als allererste sterben, denn die können immer schön im Weg stehen. Und im Weg stehen beim Oger ist nicht gut. Komm mal her. Ah. Nein. Nein. Ich will nicht wieder mein Inventar ausmisten müssen. Stirb. Und ich will auch keinen Heiltrank verbraten. Ah, das wird aber unausweichlich sein, so wie ich das hier gerade sehe. So viele Schleime, wie hier sind. Außer ich schaffe es ganz gut auszuweichen. Boah, das war knapp. Hier ist, wird nix. Hilfe. Nein, 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 nein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Heute ist nicht mein Tag.